voll schön. Könnte ich stundenlang einfach sitzen bleiben. So, wir müssen da hoch. Die Puppies kommen ja da, glaube ich, nicht hoch, ne? Was machen wir denn da? Oder? Shit. Wie kriegen wir die denn da hoch? Warte mal, können wir außen rum gehen? Oh, die Musik. Die Musik. Voll geil. Ist es nicht dasselbe Lied, was sie gerade gespielt hat? Wie schön dieses Spiel einfach ist. Traurig, dass wir einen schon verloren haben. Jetzt so eine Art Kinderwagen oder sowas, ne? Oh, Nahrung. Was sind wir denn jetzt hier? Eine verstrahlte Maus. Ganz toll. Schmeckt bestimmt sehr gut. Oh, gibt's nochmal Nahrung? Warte mal. Moment. Da oben, wie komme ich da hin? Ah, da komme ich noch nicht hin, okay. Eine schöne, leckere Taube. Mmh, nam, yam, 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 yam. Da oben ist eine Bärenfalle. Hier unten ist auch was zu essen, gehen wir gleich hin. Mal schlafen. Der Wald vor lauter Bäumen, hart im Nehmen. No. LB-Spuren? Achso, das haben wir ja alles gesehen. Okay, alles klar. 1, 2, 3, 4 Stück müssen wir noch. 4 Nächte sind es noch. Oder beziehungsweise 4. Oh. No. Huch. Oh nein. Oh oh. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt gehen da oben Schlösser offen. Das ist ganz toll. Da oben ist aber auch der Jäger. Wir müssen... Wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind da, ne? Okay. Schauen wir mal, was hier alles so ist. Oh, die sind größer geworden, die Puppies, ne? Oh, wie süß! No! Voll niedlich, dieses Spiel. Riecht.
aber auch zugleich gefährlich. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ah, guck mal, die hausen hier. Guck mal, da oben wohnt einer. Das ist doch das Mädchen, ne, oder? Tierliebe. Na. Na. Ist das das Mädchen? Nee, ich glaube nicht, ne? Schwupps. Oh, wie ärgerlich mit dem einen Kleinen, ey. Jetzt ärgere ich mich echt. Oh. Jetzt wird's wieder brandgefährlich. Andere Menschen. Diese anderen. Diese grässlichen und ausbeutenden Menschen. Gibt's ja auch noch. Aber die scheinen ja richtig auf so einer Müllkippe zu wohnen, ne? Ich finde es immer krass, was für eine Message so ein Spiel auch immer rüberbringen kann, ne? Muss man ja sagen. Puppies grow up so fast. Ja! Yeah! Nehmen wir mal mit. The music is awesome. This game is so awesome. Ach, jetzt sind wir wieder hier, okay. Mal eben auf der Karte. Ach, guck mal, da ist... Okay, das freundliche Gesicht Molly. Oder Molly. Da oben geht's auch noch weiter, ne? Gehen wir nochmal einmal rum. Dann nach unten. Okay. Viele Spiele übermitteln oder fördern ja was von allen Indie-Spielen. Sind von Ideen immer was Neues. Viele Spiele übermitteln... Oder fördern ja was. Vor allem Indie-Spiele sind ja immer wieder... Ja, aber auch so diese Message, die da halt immer, wie gesagt, hintersteht, ne? Ist es halt immer krass. Die können das viel besser so vermitteln auch, als wie ganz normale... Ganz normale, so irgendwie Bücher oder sonst irgendwas, ne? Oh nein. Na gut, wir müssen es halt, ne? Jetzt wollte ich eigentlich in die andere Richtung, ne? Genau, in die Richtung wollte ich. Ich weiß, wir müssen, sollten vielleicht wieder nach Hause. Probier mal was. Kommen die hier hoch, die Puppies? Ah, ja. Schon wieder so ein Müllsack. Okay, wir gehen erst nach Hause und morgen gehen wir da lang. Next day. Wie komme ich hier runter? Achso. So. Na. Oh. So süß. Hat er mich gesehen?
Der dreht sich viel schneller um, ne, der Drecksack. Als wie ganz am Anfang des Spiels. Und was gab es Schönes heute? Leckere Müllmami, was sonst was? Müllmami? Was? Okay. So, Durchzwängen, Hochspringen haben sie jetzt auch. Wer legt uns denn da was hin? Ah, wie sie auch guckt und ihre Kinder so zu bewachen, ne? Voll niedlich. Das ist einfach so cutie. Cutie, cutie. Ich hoffe, wir verlieren nicht noch eins. So, nächste Nacht. Das sind auch so Spiele, die kannst du einfach an einem Abend durchspielen. So schön, weißt du? Schön gemütlich auf der Couch oder halt im Stream. Das sind genau diese Spiele, die auch vollkommen reichen, auch von der Länge her. So muss das sein. Die Schwänzchen von denen. Huh. Knapp. Ich wollte sowieso hier runter. Und dann einmal nach oben. Nur einmal gucken, was da drüben ist bei dem. Komm, dreh dich um. Nö, nö, nö. Wo geht's denn hier überall hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das alles da? Okay, die Puppies können da anscheinend noch nichts machen. Das kriegen wir vielleicht noch später. Ich weiß es nicht. Sind wir denn jetzt hier da oben? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal jetzt der Fährte weiter nach. Okay, also nach unten. Schwupps. Kommt hier? Wie der immer so runterplumpsen. Oh. Da ist Essen. Schwupps. Hier, meine Kinder. Esst mal schön auf. Eine leckere, verstrahlte Maus. Yam, 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 yam. Ich glaube, der kann nicht hören, wenn du schnell läufst. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Da hast du recht. Das haben wir auch schon rausgefunden. Ob wir die Taube noch kriegen, vielleicht? Okay, da oben gibt es auch Essen. Aber erstmal hier. Ohne Bärenfalle. Hm. Okay. Hm. Warte mal, da sind Beeren am Busch. Würde ich vielleicht mal mitnehmen. Verstrahlte Beeren sind immer gut. Esst schön auf, meine Kinder. Oh, das sind aber andere. Haben die denen sein Wiegelchen da geklaut?
Oh, die haben den Hund. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück. Es wird ja Nacht. So. Ich glaube, dann sind es jetzt noch drei. Sind es noch drei? So, wir müssen nach Hause. Oh nein. Guru, Guru. Guru, Guru. Oh, da war die Taube. Oh nein. Toll, egal. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein bisschen was zu essen. Da ist wieder die Maus. Zack. Nehme ich mal mit. Ja, es war was mitnehmen zu essen. Alter, ist ein ganzes Dorf hier, ne? Krass. Alles wahrscheinlich Slums durch die ganzen Firmen und so, die alles ausbeuten und alles, die ganze Menschheit. Ah, das ist aber das Boot von ihm, ne, oder? Hast du nichts zu essen? Ich glaube, sie ist krank, ne? Kann das sein? Wirkt zumindest so ein bisschen so. Ist sie sick? Wie schnell er sich einfach umdreht, ne? Wie schnell er sich mittlerweile umdreht, das ist unglaublich. Cutie! Ich glaube, sie ist krank, oder? Ist sie sick? Aber irgendeiner legt immer da was hin, was ist denn das? Ich habe erst immer gedacht, dass es... Ich habe immer erst gedacht, dass es sie, aber das ist sie ja gar nicht, dass sie was zu essen hinlegt oder so. Okay. Vierundzwanzigste Nacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir waren da oben jetzt schon gewesen. Alter, wir haben die ganze Karte fast, ne? Unten, ich weiß nicht, ob unten noch was ist. Also hier unten anscheinend, glaube ich, nicht. Einige Wege haben wir noch nicht. Wir haben da oben... Da hinten zum Sägewerk, oder beziehungsweise... Geht's denn da hinten hin? Ach, das ist die Straße, wo es losging, ne? Okay, da oben geht's anscheinend auch noch lang. Da oben irgendwo. Okay. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo wir lang sollten. Lass mal die nächste und dann könnten wir da lang. Okay, ich gehe mal die nächste. Oh, der Jäger ist nicht da. Er scheint weg. Wo ist sie denn hier? Ist sie noch da? Sie ist anscheinend nicht mehr da. Komme ich hier rauf? Kam ich nicht irgendwie hier rauf oder so? Ich wollte doch, warte mal, ich wollte doch... Ich bin zu weit gelaufen, ne? Ich doof, Mann. Ich bin so blöd. Ich wollte doch hier lang und dann hier rauf. Genau, so. So. Wer spielt denn da die Musik? Ist das in eine andere Richtung?
Komm, bevor wir gar nichts zu essen kriegen. Mist. Puppies, hier zu essen. Voll schön. Voll cool. Da ist der Jäger. Da ist er. Mit seiner Tochter. Das ist doch die Tochter, glaube ich. Voll schön. Also lebt er also hier in diesen Slums quasi auch. Komm, ich gebe dir einen kleinen Stupser. Schwups. Ja, beautiful song, yes. Okay. Muss mal eben hier, warte mal. Zack. So. Okay, die Nacht wird, glaube ich, gleich auch vorbei sein. Gefährlich geht's weiter. Und dann gibt's natürlich die andere Seite der Slums wahrscheinlich, ne? Die über Leichen gehen. Hier lang geht's übrigens auch. Ah, da sind wir, glaube ich, schon mal lang gelaufen, ne? Ah, die können beide jetzt auch hier hochklettern. Das ist ja nice. Okay. Wir müssen gleich nach Hause, ne? Ist es eine Maus? Was ist es? Bestimmt nicht. Nee. Wo sind wir denn da jetzt? Ach, da oben. Nee, bestimmt nicht. Komm, wir gehen mal nach Hause. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause gehen wir nicht. Guck mal, da oben ist eine Hand. Sieh jetzt erstmal. So eine große. Und das ist ein Kopf, ne? Das sehe ich ja jetzt erstmal. So ein Figurenkopf. Oh Mann, was sie erlebt haben. Ein Welpe weniger. Aber sie sind bald wieder zu dritt. Wenn wir es schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es. Nutze deine Welpenfähigkeit immer, wenn du kannst. Sie werden dir helfen zu überleben. Ja. Tag 25. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Voll schön, die Musik. So awesome. The game is very, very nice. Okay. Irgendwohin wird uns das noch führen. Die Frage ist nur, wo?
Guten Abend, Niki, grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ein verstrahltes Huhn essen wir. Und wahrscheinlich werden hier auch alle krank. Hä? Wollen die das nicht essen? Haben die keinen Hunger? Wahrscheinlich werden die auch alle deswegen krank, hier wegen den ganzen Anlagen und. In der ganzen Firma und so. Was ist denn mit dem Mädchen passiert? Oh nein. Oh nein. Das Boot steht hier auf jeden Fall. Also sind die zu Fuß weitergegangen. Okay, zwei weitere fehlen noch, glaube ich zumindest. Okay, da oben ist der Jäger. Müssen auf jeden Fall Essen organisieren. Ganz, ganz schnell. Wie geht's dir, Niki? Ich hoffe doch super. Willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Komm, meine Papis. Esst mal schön auf. Papi hat euch ja was mitgebracht. Ich will gar nicht wissen, wo das noch hinführt, das Spiel, was da noch alles kommt. Oh nein. Na gut. Zur Not essen wir das auch erstmal. Vorerst. Wo sind wir denn da? Da sind wir jetzt, ne? Okay, wir gehen. Da können wir einfach nur nach oben laufen. Das heißt, dann gehen wir doch nochmal zurück einfach. Mir geht's gut. Ja, doch, kann ich klagen. Alles supi. Alles gut. Ich hoffe, du bist grandios ins Wochenende gestartet. Ich muss morgen arbeiten. Oder geh arbeiten morgen, besser gesagt. Freiwillig. Aber auch nicht so lange. 11, 12 Uhr so um den Dreh. Deswegen heute auch nicht so lange. Oh, da hängt ein Apfel am Baum. Ein verstrahlten Apfel. Der ist bestimmt mega lecker, Kinder. Isst den mal. Aber ich werde aber auch nicht vor 11 Uhr oder so ausmachen. Also keine Angst. Geht's denn hier noch aber lang? Kommt er hier hoch? Nein, okay, ich dachte schon. Aber ansonsten alles supi, alles schön. Man lebt so dahin. In seinem Leben, kann man sagen. So. In unserem Fuchsleben. What does the fuck say? Sorry. So. So, dann gehen wir mal nach Hause, schlafen. Es ist wieder Schlafenszeit. Es gibt hier einen, der immer rumläuft, ne? Ich glaube, der ist so ein bisschen auf der Pirsch. Der versucht immer ein klein wenig uns zu kriegen. Hier ist das Lager, glaube ich, wo die gesungen hatten, ne? Warte mal, hier ist nochmal Essen. Ach, Müll essen. Toll. Verstrahlten Müll. Natürlich dreht er sich um. So. Zack.
erstmal nochmal schlafen, die Truppe. Das verstehe ich voll nicht, immer so dieses, dass da einer vorbeiläuft, was hinliegt. Oh, wie süß. Ja, so cutie. So, der nächste, die nächste Nacht. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Nacht 23. Eine ganz normale Essensnacht quasi. So, ich würde mal in die andere Richtung gehen. Hier rum. Und dann würde ich einfach ganz normal mal runterlaufen. Oh, guck mal hier. Dieser kleine Schlingel. Essen? Ach, Müll. Da liegt der Müll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum? Why? Why? Game plays with my feelings. Kein Geräusch, also kein Sound, keine Musik, no music now. It's so sad now. So, also ist es so. Uff. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Ich wollte doch eigentlich in die andere Richtung. Warte mal, ich wollte... Hä, wo bin ich denn jetzt? Ich wollte doch da... Okay, warte mal. Hier wollte ich doch nach unten gehen, ne? Moment. So, hier nach unten. Und dann wollte ich, glaube ich, hier lang gehen. Kommen wir wieder raus, ne? Aus den Slums quasi. Weiß nicht, ob das richtig ist. Nicht, dass wir da nichts zu essen finden oder so. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Plups, plups. Ah, hier ist die Müllkippe von der anderen Seite wahrscheinlich, glaube ich. Was ist das denn? Was? Ne!
Oh, wie gemein. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Jetzt, Spiel vorbei, mache ich aus. Also wenn wir jetzt gestorben wären, hätte ich alles ausgemacht. Okay. Okay, let's go home. Voll schön. Ich kann es einfach immer nur wieder erwähnen. Leute, kauft euch dieses Spiel, damit wir noch mehr von sowas Schönem sehen. Es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Game. Wirklich sehr schön. Und das kann man wirklich sehr, sehr gut an einem Abend durchspielen. Oder, ja, oder auch an zwei Abenden. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Länge auch. Hat eine sehr schöne Länge, das Spiel.